Aber hey, Vorteil ist, ich weiß, wo es hochgeht. Zumindest, wir könnten, müssen natürlich jetzt schauen, ob es so ein Seil, obwohl das war schon auf der Vorderseite, ne? Da muss ich also nicht erst wieder da hinten. Also wir müssen da ein paar Sachen von holen und viele Meuterte töten und einen Named töten. Wenn wir alles hinkriegen, jetzt suche ich hier gerade schon wieder nach den Seilen. Seile von links nach rechts, Seile von links nach dahin. Jörg, kann ich dich ignorieren? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich kann ich das nicht anklicken, wenn ich im Kampf bin. Oder ich habe einfach nicht die Ruhe nah genug dran. Das kann auch sein. Aber stimmt, ich hätte es mir fast denken müssen. Da war für einen Named so ein Riesenschiff mit so vielen Leuten drauf zu machen, ist nicht sinnvoll. Das stimmt schon. Wie komme ich denn jetzt an das Seil? Warte mal. Muss ich hier näher ran? Achso, ne, erst unten das. Das war das Problem. So. Dich brauchen wir jetzt aktuell erstmal nicht. Ich gehe mal erst hier unten rein. Wer ist denn euer Loa? Gott, gibt es hier viele Decke. Oh, Decks. Scherofer. Meine Güte. Und vor allem, ich bin jetzt so als Taucher, ist das hier unter Deck immer ganz toll. Erstmal nur die normalen Meuterer da drüben. Da vorne gibt es was extra zum Anklicken, deswegen gehen wir mal dahin. In Suhls Namen, sterbt! Ihr merkt das halt echt. Also mit Umdrehen, überall hat man da irgendwie mal so Holz von Eure außen Zeit und die Minimap ist wird auch nicht kommen. hilfreich, weil dort alles markiert ist und überall Kreise sind. Ja, das hast du super gemacht, du Typ. An mir vorbeigekommen und den Gegner quasi abgestriffen. Findest dich lustig, ne? Du bist ein echter Held. Geh noch weiter runter. Suhl hat euren Tod gesehen. Mittlerweile muss ich mal. Sonst könnte das knapp werden. Oh, das könnte sogar. Da habe ich ja wirklich alles mehr aufgeheilt. Okay. Sah nur wieder schlimmer aus, also. Hier. Kopf geht. Das warst du. Ja, lauf ruhig weg. Ihr werdet sehen, wie es zu Ende geht. Irgendwas, also der kam ja irgendwo her, also irgendwas gibt es da hinter mir, was ich mir dann anschauen werde, sobald die vor mir weg sind. Oh, juhu. Wer ist denn euer Loa? Das waren die Mannschaftsquartiere. Gibt es da hinten noch mehr? In Suhls Namen, sterbt! Nee, das scheint eins weiter oben zu sein. Mindestens eins weiter. Vielleicht auch mehr weiter. Dann haben wir zumindest schon ein paar, oh, die nötigen 10 Meuter, dann müssen wir gleich haben. Werden wahrscheinlich auf dem Weg nach oben wieder etwas finden. Ihr werdet sehen, wie es zu Ende geht. Das
Navigationskammer gibt es noch und das ist beides oben. Tendenziell, ihr wisst es schon, ne? Wir waren ja bisher ja immer nach unten gegangen. Das heißt, wir werden jetzt mal schauen, wo es nach oben ging, ist glaube ich da draußen, ne? War ja so pyramidig. Hier geht es halt auch hoch. So, genau. Und dann kommen wir jetzt hier wieder. Jetzt würde ich hier rausgehen, da ging es glaube ich an den Seiten. Sul's Wille geschehe! Versuchen wir das doch mal. Dann habe ich auch so, drin war auch noch eine Treppe. Das kann ich nicht ausschließen. Lasst mich doch mal einfach in Ruhe. Eure Zeit wird kommen. Eure Zeit wird kommen. Auf der Minimap wird mir immer noch ein Pfeil nach oben angezeigt. Das heißt, ich gehe direkt noch höher. Ha! Ach, die erste Kahnsmacht ist mein! Jetzt blase ich euch die Lichter aus! Ich glaub mal nicht. Weil wir haben sogar von Samti überzeugt, dass der König noch ein bisschen bei uns bleibt. Immer da entstehen wird. Ja, außer ein bisschen heißen Wind machen kann man halt viel. Das ist nicht das Ende, das mir versprochen wurde. Ja, das habe ich den falschen Leuten geglaubt. So ein Teil wird es wahrscheinlich dann noch eventuell hier geben. Irgendwas mit der Navigationskammer. Oh, hallo, Freunde. Das fällt ja die ganze Tür, wenn ihr mir so entgegenkommt. Und dahinter wird dann wahrscheinlich die Navigation Kammer geben. Und ganz schnell vom Schiff runter, bevor hier alles in den Gängen wieder respawnt. Eure Zeit wird kommen. Klein schon mal tot. Das heißt, der letzte, der große ist bis zum Ende über. Und das ist also dein Flaggschiff. Ja, okay, mit der Pyramide macht es Sinn. Da kannst du auch den ganzen Tag da drin herrschen. Nein, Navigationskammer ist weiter unten. Hier gibt es keine Treppe runter. Hier gibt es keine Treppe runter. Ja, okay. Dann, wir waren ja eben schon mal unten. Hatten gesagt, wir gehen erstmal höher. Hier sind wir jetzt. Doch, da, ich sehe schon, ich stehe auf der Karte drauf. Alles gut. Hier will ich sein. Wenn so viel aufeinander ist, dann. Ich mag ja schon die große Pyramide nicht. Finde ich das schlecht zurecht. Und dann macht das nochmal ein kleiner. Danke. So, Küstenbewegung haben wir rausgefunden. Wir haben alles auf dem Schiff. Und yay! Ja, und ich habe immer noch weder ein Wasserschreiter noch die Schildkröte rausgeholt. Können wir einfach mal, kann ich während ich jetzt gemütlich zum Strand schwimme, kann ja auch einen Schluck trinken und von daher geht schon. Ne? Ich trinke Hai. Lass das. Lauf einfach so lange, bis du kein Interesse mehr hast. Das Doofe ist natürlich, dass ich, während ich im Kampf bin, nicht auf meinen Mount kann.
Kann ich dir so entkommen oder kommst du jetzt? Jetzt einfach wieder durch. Rastakans Herrschaft ist vorbei. Suhls Zeit ist gekommen. Nope. Wir waren nämlich gerade auf dem Schiff und haben alles geregelt für ihn. Was nötig war. Irgendwann wird er uns ja akzeptieren. Ihr steht vor König Rastakhan. So, Rastakhans Macht, da ist der Schädel. Es gibt sogar Belohnung. Ich nehme mal neue Schuhe, bitte. Und jetzt müssen wir wieder zum Mögen Tempel eure Feinde sein. Vor euch zittern. Diese Schlange. Mein Loa schreit auf. Suhls Frevel kennt keine Grenzen. Solani, meine Klinge. Wir müssen den Tempel verteidigen. Los! Ja, der ist aber da hinten hin. Ich folge dir mal sicherheitshalber, aber ich meine, dass du eventuell, ja okay, wenn du jetzt einen Bogen reitest, dann kommt's hin. Ja. Ich wäre halt ursprünglich da hinten lang, wo wir vorhin auch die Götze angeklickt hatten. Aber wenn es auch hier rumgeht, dann machen wir das. Ich sehe ja schon, das geht ein Bogen, das wird dann ungefähr dahin führen. Und daher ist okay. Das ziehen wir später alles an. So, da vorne sollte es. Ach, hier ist der König. Dann ist. Ich weiß schon mal, dass wir irgendeinen Elite-Raptor gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob das der war. Dann werde ich aber doch mal kurz schon die neuen Stiefel anziehen. Das hier brauchen wir nicht. Es ist gut, der König zu sein. Ja, Leute, Sandala für drei immer. Statuen. Hat da irgendjemand fies selber? Moment, hier gibt es noch eine Quest. Was wollt ihr von den Sandalari? Geht! Seid ein Bote meines Zorns. Ich muss zu meinem Loa, bevor es zu spät ist. Naja, mach du mal. Ja, dann töten wir noch 12 Sandalari-Vertreter. Verräter. Und läutern dabei Statuen. Und es gibt auch irgendwo eine Schatztruhe. Habe erstmal unten geschaut, da sehe ich es nicht. Und hier ist ja wieder viel los. Hat's kaputt gemacht. Ja, kaputt gemacht. Gleich den Schatz nicht vergessen. Den ich auf der Minikraft nicht mehr sehe, den ich eben noch gesehen habe und gerade sagen wollte, wir sind so auf der richtigen Ebene. Was ist denn da passiert? Hier gleich die Treppe nochmal runter. Um es vielleicht besser sehen zu können. Wo erscheint nicht. So, muss ich hier die ganzen Dinger anklicken? Wahrscheinlich, ne? So, einen haben wir fertig. Für den zweiten, ja, wahrscheinlich diese beiden Treppen hoch. Ja, Schatztruhe ist einfach weg. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ja, komm mal mit. Hat jetzt nämlich da hinten. Wir sind auf der Seite. Komm mit. Ja, jetzt haust du ab. Mann. Gerade wo ich entschlossen war, wo ich mich entschieden habe, ja, jetzt können wir das mal machen. Habe ich nämlich hier die beiden, die mich eh erwischen würden, wenn ich da gleich an den Pinöbeln spiele. Also haben wir die nämlich schon.
Es gibt auch irgendwo ein Rare. Wobei ich nicht sicher bin, dass man automatisch für mich hinkommen würde. Einmal. Kaputt. Einmal. Und dreimal. So, führt hier noch eine Treppe hoch. Da würde was hochführen. Hier sind ganz viele der Treppen nach oben. Ich überlege gerade halt, wo der Rare sein könnte. Das sieht nicht super nah aus. Vielleicht kommen wir da später automatisch. Ne? Ich erinnere an das Schiff von eben. Jetzt sind wir extra hochgeklettert. Am Ende mussten wir dann nochmal hin. Dann ist die letzte Statue. Kommen wir hier mit dem Sprung vielleicht durch, ohne alle zu pullen? Ja, das ist schon ein bisschen viel. Ja, und da hinten, der macht auch noch Fernkampf, natürlich. Ich kann auch ja nichts machen können. Aber ja, mittlerweile geht das wieder. Da haben wir uns gleich am letzten noch mal kurz hoch und dann wieder Tutti. Einmal hier. Einmal hier. Und da hinten werde ich gleich noch mal kämpfen müssen. Das sehe ich schon. Oder auch nicht. Abgeben. Abgeben. Wo gebe ich das ab? Wo gebe ich das ab? Da oben. Ist jetzt doof. Ich hier hoch. Nein, ich muss wieder hier durch diesen Gang. Durch diese hohle Gasse wird er reiten. Und mal schauen, wie viele Gegner er dabei pullen wird. Dann gehen wir einfach mal noch hier hoch und hoffen, dann werden wir einmal das bekämpfen, was von hinten kommt. Nicht. Wahrscheinlich, weil hier irgendein Event abläuft. So, da oben ist Ritzand. Das ist erstmal gut. Ihr steht vor König Rastakhan. Resan verleiht euch Stärke. Achso, wir brauchen noch Verräter. Kann das sein? Ja. Ergs. Das hatte ich jetzt vergessen. Dann machen wir das doch so. Zwei. Hier drüben noch einen. Natürlich überhaupt keinen Sinn, macht genau drei, wenn man das hier braucht. Entweder zwei nehmen müssen oder halt vier. Einigermaßen effektiv zu machen. Stein bricht. So, jetzt wollen wir ja auch die zweite abgeben und dann geht es da oben auch weiter. Sodele. Sandala ist immer da.
Das ist eine Botschaft, die verstehen werden. Man muss nur ihre Sprache Unser sprechen. Königreich erobert keiner. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Seelenfetzer Gawotan. Guagua. Und Sandala für immer. Und die stehen hier auf der wahrscheinlich links und rechts, jawohl. Machen wir auch erstmal den Chiton. Klingt ein bisschen wie ein Dealer im Casino. Spürt den Zorn des Sturms! Ach, du machst. Ich wollte gerade sagen, warum hast du hier deinen eigenen Platz? Weil du wieder Flecken auf dem Boden hast. Er will mich auch wieder jochen. So, du unterjochst mich mal nicht weiter. Ja, wahrscheinlich wird es gleich wieder. Fleisch! Ist schwach, aber lecker, wenn es gut zubereitet ist. So, Sohlenfetzer Gawotan, da habe ich eben an die Musikrichtung gedacht, aber die ist nicht gemeint. Ihr werdet mir als Sklave dienen. Nee, weil Fleisch ist schwach. Auch lustige Sachen. Schläge. Hab ich nicht gesehen. Ja, der macht ja immer lila Flecken. Kann man nicht unterbrechen. Zumindest nicht mit dem. Und der hier macht immer blaue Lichtsäule. Der Sturm legt sich. So, hier habt ihr oben bei den Obermacht gemacht. Willkommen in Suldazar. Das wird wahrscheinlich das da oben sein. Vilnagdor. Mögen eure Feinde vor euch. Diesen Frevel wird er bitter bereuen. Die Chukaresan. Suldazar kommen vorhergesagt. Alles passiert so, wie er es prophezeit hat. Der versteckt sich hinter Resans Macht. Ich hol sie mir zurück. Hier scheint hier gerade noch nicht wirklich Schaden zu nehmen. Ja, doch noch aber langsam. Ihr seid schwach ohne den Loa. Gebt ihm den Rest! Das ist, glaube ich, immer eine doofe Sache. Ich sollte mal ein bisschen achtsamer alle seine Sachen unterbrechen. Da weiß ich halt nie. Heilt das? Macht uns, glaube ich, eher Schaden, als dass es ihn heilt. Daher werde ich das einfach durchhalten. Solange er sich dabei nicht heilt, ist. Anfang halt keinen Schaden genommen hat, mittlerweile bekommt halt. Dürfte für meinen Geschmack auch ruhig mehr sein, aber das. Ich hab mein Teil getan. Großer Lohn, seid ihr noch am Leben? Ich befreie euch aus den Ketten hier. Du? Entkommen, ach so. Ihr steht vor König Rastakhan.
Kommt, kleiner König, lasst uns diese Ketzer zerstampfen. Okay, Loa ist... Ja, Rezan lehrt sie, die Macht von einem Loa zu respektieren. Kommt und schaut! Oh ja, einfach hinterher, da wird mit Laserblitze werden da geschossen. So ergeht's jedem, der sich dem großen König widersetzt. Verbeugt euch vor halt mir! Großer König kann man drüber streiten. Muss ich hier ansprechen oder läufst du? Ich glaube, der läuft nicht weiter, weil da drüben noch einer lebt. Das könnte ich mir gerade vorstellen. Jetzt ist der da umgefallen. Warum geht's nicht weiter? Was wollt ihr, Kind der Horde? Ja, aus welchem Grund auch immer das Snack war. Er ist ein begeisterter Jäger. Egal, da unten sieht es jetzt wieder richtig aus. Gut, hier ist jetzt weg. Das heißt, wir können das abgeben. Irgendwo da hinten. Es gab noch ein Rare und eine Schatztruhe. Verstehe manchmal nicht, wann es eingeblendet wird und wann nicht. Also nur an der Höhe kann es nicht liegen. Guck mal, also wir entfernen uns weiter. Jetzt sind wir gerade ein bisschen runter und jetzt geht es wieder hoch. Und jetzt bedeutet das ja, dass ich wieder auf der richtigen Höhe bin. Aber warum wurde es denn da drüben nicht angeblendet? Wenn ich auf derselben Höhe und näher dran bin. Ich schaue noch mal hier rein. Nope. Und so von dem, was ich mir gemerkt habe, müsste es quasi direkt da oben sein. Da ist... Nee, diesmal nicht. Ich bin gerade so schön mit der Hilfe des Loa rausgekommen. Da kämpfe ich mich nicht nochmal durch. Jo, hallo Loa. Und König wahrscheinlich auch, genau. Seid ihr ein Raubtier, Rastakan? Eure Feinde attackieren eure Grenzen. Willkommen in Suldazar! Fordert euch heraus. Eure Freunde haben versucht, euch umzubringen. Man hat euer Blut geleckt. Ihr müsst euch also fragen, seid ihr König oder Beute? Ich bin weich geworden. Viele haben versucht, mich zu warnen, wie meine Tochter. Aber ich habe nicht zugehört. Aber ich schwöre euch und auch unserem Gast der Horde hier, ich werde nicht ruhen, bis ich Suhls Kopf hab. So, ich glaube, ihr seid fertig. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Müssen wir jetzt zu Bane zurückfliegen, wird sich der wahrscheinlich anbieten. Fliegen wir doch mal hier zum großen See. Der Bane, ja, der ist jetzt nicht König, aber ist auch ein Anführer. Wahrscheinlich wird er dazu was sagen können. Vielleicht gibt man wieder eine Erinnerung irgendwie an den Vater. Der war ja auch, der wurde ja damals von Garrosh vergiftet, wenn ich es richtig im Kopf habe, in einem Zweikampf, wobei er nicht den Dolch vergiftet hatte, sondern
Ich habe die diese Untergruppe der Tauren vergessen. Aber auf jeden Fall, ja. Der Vater von Bane wurde getötet, obwohl er Anführer war. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt einfach erwähnt wird. So, stand er hier oben bei der Prinzessin? Ja. Hallo, Bane. Azeroths Schicksal ruht auf euren Schultern. Ach, guck mal, du hast noch Quests für mich. Wo kommen die denn her? Ja, vielleicht, weil ich 120 bin. Seit war ich das letzte Mal schon, wo ich bei dir war? Ich weiß es gar nicht mehr. So, trefft euch bei die Art of Tool, trefft euch mit König Rastakan, okay. Und dann müssen wir noch mit Dennis Düstermeer reden. Und er ist jetzt auf hoher See. Für die Horde. Auf jeden Fall wieder einiges für den Bane, was wir hier machen können. Schau ich mal einfach auf die Karte. Da haben wir einmal hier und zweimal hier. Das ist wunderbar. Das ist dann was für die nächste Folge. Ich werde mal hier noch ein bisschen mit ihm über Papa plauschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.